Hi, ich bin Lea, ich bin in Neuseeland gerade und baue mein Auto zu einem Camper aus. Und das ganze Holzgedöns habe ich jetzt schon eingebaut, das seht ihr im anderen Video. In diesem Video geht es um die schönen Dinge des Lebens. Das bedeutet Gardinen, Matratzen, Stoff und was weiß ich, Boxen zur Aufbewahrung. Und dafür fahre ich jetzt nach Whangarei, das ist ungefähr 40 Minuten von hier. Deswegen ein kleiner Tagesausflug und nehme euch natürlich dabei mit. Wie immer dabei, ohne dabei zu sein, Charlotte. Miau. Ja, genau. Sie duscht, während ich schon mal losfahre. Dieses Video ist für Lea und für Lea only. Falls du deine Sonnenbrille deine normale Brille vermisst, guck hier, okay? Du weißt halt auch, dass du irgendwie dich eingelebt hast, wenn du einfach kein Navi mehr brauchst, um irgendwo hinzufahren. Wobei man sagen muss, die Strecke geht auch einfach nur geradeaus mit zwei Kreisverkehren. Aber trotzdem, ja, ist auch eine Herausforderung manchmal. Das ist so massiv, wie viel Zeug es hier einfach gibt. Ich bin im Paradies. Was für Preise. Nicht mein Ernst. Wisst ihr, was ich gerade realisiert habe? Dass ich meinen Geldbeutel zu Hause vergessen habe. Zum Glück kann ich mit meinem Handy zahlen, aber trotzdem, wie dumm ist das einfach? Das habe ich übrigens gerade erbeutet. Der Opshop hat also jetzt hier das Farbschema für diesen Van festgelegt. Das kommt nämlich um die Matratze rum. Das sind Deckenbezüge. Und ich habe mir gedacht, dass ich die Matratze, wenn ich die zugeschnitten habe, da reinstopfe und dann da, wo die Knopfleiste ist, das auf einer Seite sozusagen lasse und auf der anderen Seite zunähe. So kann ich dann die auch immer wechseln, wenn ich möchte. 4 Dollar, 2 Dollar und dann habe ich noch so drei Kork-Dinger gekauft. Entweder als Untersetzer oder ich dachte, vielleicht kann ich die auch irgendwie so an die Decke machen. Und dann kann ich da so Sachen festpinnen. Ist ja irgendwie auch voll sweet. Mal gucken. Auf jeden Fall 9 Dollar gezahlt. Sehr zufrieden. Weiter geht's. So, es gibt jetzt einen kleinen Einkaufshaul. Weil ehrlich gesagt, ich habe vergessen zu filmen. Jetzt ist so. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Jetzt zeige ich euch, was ich gekauft habe. Ich habe ein Brett gekauft, was perfekt aufs Waschbecken drauf passt. Das heißt, damit kann ich das Waschbecken abdecken und gleichzeitig auch als Schneidebrett benutzen. Dann habe ich solche Bambus, die sind halt auch sehr leicht, Bambuskästen besorgt. Aus den beiden werde ich noch eine Schublade bauen. Das zeige ich euch natürlich auch, wenn es fertig ist. Und da habe ich mal wieder Dimensionen falsch eingeschätzt, aber ich finde dafür auch noch irgendwie, wird das auch noch benutzt. Dann habe ich diesen Stoff gekauft, denn aus dem möchte ich eine Gardine für die Küche hinten basteln. Dann dieses, das gehört zu dem aus dem Offshop dazu. Oh ja, eigentlich most important thing, eine Katzentasse. Ein erstes Geschirr fürs Auto. Geschirrtücher habe ich noch gekauft und diesen Korb, der auch perfekt hinten bei mir ins Auto reinpasst. Und dann habe ich noch diesen Teppich gekauft. Und meine Güte, es hört nicht auf. Und so ein Boxenset, vier solcher Boxen, die mache ich unters Bett und sind auch mit Decke, wenn ich wollte, um Sachen aufzubewahren. Und für all das habe ich insgesamt 220 Dollar gezahlt. Ach ja, stimmt, ich habe auch noch Schrauben ja im Baumarkt gekauft. Und ein Scharnier habe ich auch noch gekauft. Bin sehr zufrieden. Das war ein sehr erfolgreicher Einkauf. Und, oh Gott, ich bin auch noch nicht fertig. Da habe ich so einen Garagenteppich gekauft, also so Meterware. Der ist nämlich sehr stabil und den will ich nämlich in die Kisten unten reinmachen, damit ich da so eine gerade Fläche habe, weil da ja so diese Schienen drin sind und so. Jetzt habe ich aber wirklich alles. Ich habe jetzt noch 3 Tage, bis ich gehen will und es ist noch einiges zu tun. Deswegen dachte ich, schreibe ich jetzt erstmal eine To-Do-Liste. Die gute alte To-Do-Liste und gucke, wann ich wie was am besten mache und dann lege ich mal los, weil der Tag ist jung. Wir haben erst 5 oder so. Und da kann man noch ein bisschen was erledigen, bis es dunkel wird. Ich wollte euch einfach mal so einen Schwank aus meinem Gehirn zeigen. Also ich habe jetzt hier alles aufgeschrieben, was ich noch machen muss. Dann habe ich aufgeschrieben, wann ich das vorhabe zu machen. Dann habe ich aufgeschrieben, muss ich selber ein bisschen lachen, wie lange ich glaube, dass ich brauche für jede der Tätigkeiten. Und daneben werde ich dann schreiben, wie lange ich tatsächlich gebraucht habe. Und dann habe ich hier noch aufgezählt, wie viele Aufgaben ich an welchem Tag habe und wie viel, also wie lange insgesamt die Aufgaben dauern. Ja, ist einfach die Gamification von To-Do-Listen, würde ich sagen. Und heute
Muss ja noch fast 4 Stunden ran, würde ich sagen, lege ich mal los. Mein größtes Problem ist tatsächlich auch einfach, dass ich mich wirklich von allem und jedem und überhaupt ablenken lasse. Und deswegen diese Zeitrechnung wahrscheinlich so unlogisch und falsch ist, aber egal. Ich habe jetzt nämlich gerade schon angefangen, eine Lichterkette aufzuhängen. So, Lea, nee, echt nicht. Also muss man jetzt nicht machen, aber wollte ich jetzt machen. Und dann ist mir aufgefallen, ach, vielleicht repariere ich da noch. Nee, ich halte mich jetzt an meinen Plan. Wichtigste Sachen zuerst, sägen. Aber davor, es gibt einfach keinen Tag ohne diese Katze. Schaut sie euch einfach an, wie goldig sie ist. Wie sie da liegt. Wie sie ihr Leben lebt. Auf dieser Gammelmatratze. Geht's ihr gut, Mausi? Ja? Oh, toll. So meine aktuelle Problematik, was heißt Problematik, aber was man halt mit einrechnen muss. So, das steht nicht ganz im Wasser. Das Ding ist, das Gute ist, dass in die Richtung abschüssig ist. Das Problem ist jetzt nur, jetzt will ich ja hier Regalbretter montieren und jetzt habe ich die halt gerade so gemacht, dass sie gerade sind, aber dann wären sie halt einfach so schräg drin. Und jetzt habe ich beschlossen, I don't care, ich mache, dass es hier gerade an der Wand ist, dann ist es halt ein bisschen nach hinten abschüssig, aber dann hat es hier wenigstens überall so den gleichen Abstand, weil also das würde mich sonst ja richtig krank fuchsig machen, also das mache ich nicht. Deswegen machen wir das jetzt so und ich meine, dann rutscht ja auch alles nach hinten, das ist ja eigentlich gut. Dann rutscht ja nichts raus sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Ja, jetzt brauche ich nur noch das gleiche auf der anderen Seite und dann kann ich das da reinlegen. Und ist das gute Ding? Ja, naja. Aber man kann es aufklappen. Und zuklappen. Und danach ist eh meine Tratze und so drauf. Und das ist eh wurscht. So, wo ist jetzt die To-Do-Liste? Oh, Charlotte. Okay, To-Do-Liste. Klavierband anbringen. So komplettes Holz einölen muss ich noch machen. Kanister und Schläuche reinigen und Teppiche zu schneiden. Das kann ich machen im Dunkeln. Das kann ich nämlich drin machen. Das heißt, jetzt noch komplettes Holz einölen. Das ist natürlich jetzt lustig, weil ich muss eigentlich auch erstmal alles kurz... Naja, das ist alles abgeschliffen. Hier, schaut mal. Das habe ich, glaube ich, jetzt noch gar nicht gezeigt. Die Regale, also die Regalbretter muss ich noch abschleifen, alles nochmal kurz abstauben und dann kann ich es einölen. Wie man sieht, sieht man, dass man nichts sieht. Ich habe jetzt jedenfalls gerade das Holz eingeölt, allerdings nur erst die Küche, weil es ist jetzt zu dunkel, ich sehe gar nichts mehr. Und jetzt wasche ich mal den Lappen aus, damit hier nichts in Flammen aufgeht heute Abend. Ich glaube, ich lasse das Auto noch ein bisschen offen stehen, damit das gut durchlüften kann. Dann mache ich drin weiter und zwar Teppich schneiden. Einen wunderschönen guten Morgen von Charlotte und mir. Es geht in eine weitere Runde. Ja, gestern habe ich dann mit meiner Mama telefoniert, um herauszufinden, wie ich am besten die Matratzenbezüge nähe. Das muss ja alles geklärt sein. Also ich mache zwar alles alleine, aber ich muss sagen, ohne die Hilfe, oh wow, was ist das? Moment, ich zeige euch das mal. Der vibet. Der hört einen Beat, den ich nicht höre. Anyways, ich lasse den da jetzt mal chillen. Auf jeden Fall bin ich sehr froh über die ganze Hilfe, die ich von allen Seiten bekomme und wo ich nachfragen kann und so. Und ja, das ist schon sehr, sehr cool. Ich bin übertrieben kaputt. Es ist jetzt Tag 7, an dem ich das Auto umbaue. Und ich merke, so langsam gehe ich dem Ende, neigt es sich alles dem Ende zu. Aber ich schaffe das. Ich schaffe das jetzt auch noch. Ich messe jetzt mal hier das Auto ab, damit ich die Matratze zuschneiden kann. Und dann geht's mal los. So, das einzige Ding, was ich mir jetzt gerade überlege, ist, also das Brett ist ja 1,20 breit. Aber hier hinten hätte ich Platz für eine 1,30 breite Matratze. Das Brett hier in der Mitte und das sind ja aber auch nur 1,20. Und hier ist aber keine Wand auf der Seite, die das stützen würde. Das heißt, die Matratze, wenn ich sie 1,30 mache, würde halt so überlappen. Jetzt überlege ich mir halt, mache ich da hinten eine 1,30 Matratze, dass die einfach so schön da eingeklemmt ist. Weil ich habe ein bisschen Sorge, dass es uns so hin und her rutscht. Und ich hasse ja sowas. Dann kann ich nicht gut schlafen, da muss ich dann immer was dazwischen stopfen. Aber wenn natürlich dann diese anderen zwei Matratzen halt kürzer sind, dann ist das gute Stück. So gefühlt in jedes Auto, in das man reinschaut, erkennt man dieses Matratzenmuster wieder. Aber die ist halt auch echt, also es ist halt eine Queen-Matratze, das heißt, sie ist riesig. Und sie hat nur $220 oder so gekostet. Und die werde ich jetzt gleich mal zerschnippeln. Ich habe jetzt beschlossen, erstmal
die ganze Matratze auf 1,30 breit zu machen, dann die ins Auto reinzuhauen und dann in Stücke zu schneiden. Let's go. Ja, also mal leichter bitte, ne? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hau ich die jetzt mal ins Auto und guck mal, wie das aussieht. Ich lobe mich ja selten, selbst wenn es ums Abmessen geht, aber das passt ja schon eher gut. Das Sitz wackelt und hat keine Luft mehr, so wie es soll. Und wenn ich mir das jetzt aber so anschaue, vielleicht lasse ich es doch alles auf 1,30, weil irgendwie finde ich das gar nicht so schlecht. Also es ist hier halt, wenn ich das von unten so anschaut, schon steht so ein bisschen über, aber die Matratze ist ja super fest. Irgendwie ist ja auch ganz nice, weil dann schützt es so die Kante. Also dann schlägt man sich da vielleicht weniger das Knie an oder so. Wir wissen ja alle, wie es ist. Ich fange jetzt mit dem größten Stück an und schneide es mal zurecht. Und dann gucke ich, ob es passt. Weil wenn es nicht passt, dann kann ich es immer noch kürzen für ein anderes Teil. Weil ich habe ja nur eine Matratze und ich will jetzt ungern noch mehrere Matratzen kaufen. Vielleicht war ich ein bisschen zu großzügig. Ah, vielleicht auch nicht. Ja, guckt schon ein bisschen rüber, aber eigentlich ist ja auch ganz nice. Oh mein Gott, ich glaube, da muss man jetzt mal Probe sitzen. Sehr bequem. Und jetzt gucken wir mal, ob das mit meiner Klappe... Oh mein Gott, deswegen habe ich nämlich hinten diese 10 cm gelassen, dass diese Matratze so reinrutscht. I'm a genius. Oh. Kurze Werbeunterbrechung für Charlotte. Katzen riechen einfach so gut. Can't convince me otherwise. Look at her girl. Ja, anyways, auf jeden Fall, Ruth ist gerade gekommen, eine ehemalige Arbeitskollegin. Und sie hat mir nämlich eine Nähmaschine mitgebracht von ihrer Mama und noch ein paar andere Sachen zum Basteln. Und vielleicht muss ich jetzt kurz mal das mit der Matratze unterbrechen und ein bisschen batzeln. Das ist das Ergebnis unseres kleinen Bastelnachmittags. Ein bisschen Strandfeeling ins Auto gebracht. You know what time it is. Ich mache das jetzt mal kurz, bevor es wieder dunkel wird. Irgendwie hat es jetzt den restlichen Nachmittag übertrieben geregnet. Jetzt geht's gerade, also Luftfeuchtigkeit müsste eigentlich passen. Nicht, dass ich Ahnung hätte, aber da steht irgendwas drauf. Nicht zu viel Luftfeuchtigkeit, bla bla bla. Und ich habe keinen Handschuh, aber heute benutze ich eine Plastiktüte als Handschuh, weil das war irgendwie gestern sehr unangenehm. Und jetzt lege ich mal los. Ich wollte jetzt eigentlich gerade das Waschbecken einkleben, aber... ich weiß nicht, ob ich das richtige Zeug da habe. Deswegen habe ich jetzt mal meinem Papa geschrieben und hoffe, dass der mir antwortet. Ich weiß nämlich nicht, ob ich so ein 100%iges Silikon brauche oder ob irgendein Fugenmaterial funktioniert. Deswegen kümmere ich mich jetzt um Gardinen. Und zwar werde ich jetzt, also ich habe mir diesen Gardinendraht gekauft. Sieht man das? Überhaupt nicht. Gut. Und jetzt werde ich mal gucken, ob mir das erstens reicht. Und dann mal ausmessen, wie viel Gardinen ich brauche. Weil morgen früh will ich ja ganz früh nochmal schnell nach Fangray, um den Stoff zu besorgen. Und das will ich jetzt alles vorbereiten. Dann habe ich also den Stoff besorgt und genäht, nachgemessen, geschnippelt und wieder genäht. Und zwar die Gardinen und die Matratzenbezüge. Und dann habe ich mit durchsichtigem Silikon das Waschbecken eingeklebt und Charlottes Lieblingsplatz, nämlich ihre Gammelmatratze, weggeschmissen und nochmal andere Sachen. Und letztendlich mein Zimmer ausgeräumt, um alles fertig zu machen. Leute, we did it. Also, I did it. Ich war mal kurz weg die letzten 2 Tage, 3, ich weiß schon gar nicht mehr wie lange. Denn... bitte ignoriert, ich hätte fast meine Wäsche hier vergessen, aber I did it. The auto is ready und ready to go. Charlotte. Ja, tschüss Mosi. Tschüss Mosi. Ich werde dich ein bisschen vermissen. Stay strong without me. Ja, da ist nichts drin. Okay, Maus. Schlimmster Abschied ever. Ja, wie ihr seht, sie war kaum zu halten vor Emotionen. Und jetzt geht's los nach Fangray. Ich muss nämlich noch einen Topf kaufen. Ich habe keine Töpfe zum Kochen. Und Gas muss ich auch noch auffüllen. Aber hey, der Weg ist das Ziel.
Aber mal noch ganz kurz zum fertigen Ausbau. Ich habe die letzten 2-3 Tage, ich weiß wie gesagt schon nicht mehr, wie lange es her ist, eigentlich nur genäht. Ich hoffe, jetzt läuft's. Ja, es wird noch eine ausführlichere Roomtour natürlich mal geben, falls euch das interessiert. Dann kann ich euch zeigen, wie ich da das so ausgebaut habe. Ich meine, ich habe das jetzt in 8 Tagen oder so, glaube ich, ausgebaut. Also, aber dafür finde ich, sieht's richtig gut aus und ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr stolz auf das, was ich geschafft habe. Los geht's. Aber bevor ich irgendwas kaufen kann, muss ich erstmal essen. Brauche ich eine Kuscheldecke? Nein. Also noch nicht. Irgendwann schon. Und jetzt habe ich diese gefunden. Ich habe es dann jetzt mal auch geschafft, alle Lebensmittel einzukaufen. Und jetzt geht's los an die Westküste. Ich freue mich so. Ich bin sehr aufgeregt. Das Wetter ist bombastisch. Und los geht's. Aber jetzt wirklich. Ich bin gerade am Bailey's Beach angekommen. Ich drehe mich erst mal mein Gesicht ein, weil ich glaube, mein Arm hat sich beim Autofahren schon ein bisschen verbrutzelt. Das wollen wir ja nicht übertreiben, direkt am ersten heilen Tag. Deswegen cremen wir uns ein. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier gerade so einen ganz steilen Berg runtergefahren und da waren irgendwie nur 3 Parkplätze. Irgendwie dachte ich, dass das größer hier wäre. Naja, ich lasse mich mal überraschen. Hier gibt es so einen Walking Track zu so einem Aussichtspunkt und den laufe ich da jetzt mal hoch. Auf Google Maps sah das sehr überschaubar aus, deswegen mache ich das jetzt. Hier bin ich nämlich gerade eben aus Versehen lang gefahren, weil ich dachte, hier kämen noch Parkplätze. Nur um dann festzustellen, dass es da direkt auf den Strand geht. Das mache ich natürlich mal lieber nicht. Westküste gibt direkt einen ganz anderen Vibe. Aber und warum? Weil es auch ein ganz anderes Meer ist. Da habe ich mir ja direkt was richtig Entspanntes rausgesucht. So für den ersten Nachmittag. Direkt mal wieder ein bisschen humbeln. Gelandet und jetzt steht da und war bei dem anderen einchecken. Okay, hier ist irgendwie auch gar niemand. Dann fahren wir mal zum anderen Campingplatz. Ich habe beschlossen, auch einfach, ich mache heute nämlich einen ganz entspannten Abend, um alles mal ein bisschen ausklingen zu lassen, ein bisschen zu chillen. Oh, ich bin richtig fertig. So sehe ich auch aus, wa? Ulala. Also das Büro hatte irgendwie jetzt hier auch nicht offen bei dem anderen Campingplatz, aber ich glaube, der andere ist geschlossen. Ich verstehe das nicht so richtig. Aber um jetzt erstmal reinzukommen, habe ich jetzt hier 2 Tage gebucht, damit ich ganz entspannt ins neue Abenteuer starten kann. Und jetzt habe ich mich einfach hier so mitten auf die Wiese gestellt. Das ist jetzt nicht der optimalste Platz, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht parke ich morgen nochmal um, wenn es denn geht. Ja. Und jetzt werde ich mal Autoklasschiff machen und dann, glaube ich, einen Snack machen. Und dann, keine Ahnung, noch mal eine Runde spazieren gehen oder so. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen so ankommen mit dem Nichtstun nach dieser letzten Woche. Aber ja, bin optimistisch. Bevor ich jetzt aber irgendwas mache, packe ich hier erstmal meine ganzen Töpfe aus. Ich glaube, die habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Also ich habe einmal so einen großen gekauft, kleinen gekauft. Für Wasser aufkochen und sowas oder Reis. Und eine Pfanne. Und dann habe ich noch völlig überteuert, aber irgendwie fand ich die voll süß. Emaille. So, Schüssel. Geht das Abenteuer wieder los. Also ich will echt nicht flexen, aber habt ihr schon mal so einen Camper mit so viel Ablagefläche gesehen? Ich habe da gerade abgespült und dann habe ich das auf meine Abtropfmatte hier gemacht. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Endlich wieder ein Sonnenuntergang an der Westküste. Es geht hier aber schnell unter. Schaut euch mal schön an, wie schön das ist. Und hier ein kleiner Snack mit Hummus, natürlich.
Und es ist richtig, richtig bequem hier drin. Ich fühle mich richtig wohl. Da vorne sieht man diese, das sind so Topfuntersetzer. Die habe ich im Secondhand-Laden gekauft. Ich glaube, die habe ich euch in dem oder in einem anderen Vlog gezeigt gehabt, ne? Die habe ich so an die Decke geklebt. Mit meinem Lieblingskleber. Der Kleber heißt Liquid Nails. Also flüssige Nägel. Guten Morgen. Die erste Nacht war hervorragend. Ich habe richtig gut geschlafen. Und dann wurde es richtig kalt heute Morgen. Und ich konnte meine Kuscheldecke auspacken. Ist also herrlich. Ich räume jetzt hier kurz mal auf. Und dann koche ich mir einen Tee und mache mein Frühstück. Und dann lege ich mich, glaube ich, wieder ins Bett. Es ist noch so früh. Ich glaube, es ist erst... Und eine Stunde gar nicht. Es ist 8. Aber es ist trotzdem sehr früh. Ich habe jetzt Urlaub. Erst mal heute wenigstens. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Das klingt schon mal gut. Und jetzt muss ich hier mal kurz anzünden. Du kämpfst richtig. So, lass mich schließen. Kleine Vogelgang hier. Es regnet zwar ein bisschen, aber ich fahre jetzt eh fast eine Stunde zu diesem Kauri Forest. Und deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Irgendwie dieser Wald ist nämlich bekannt für Bäume, just kidding, für diesen Kauri-Baum, der größte, älteste Baum ist. Keine Ahnung, ich werde mich da informieren und ich werde euch informieren, was genau das ist und wie und was und wie, warum, weshalb. Aber jetzt geht's erstmal los. Ich musste mal ganz kurz hier anhalten, weil die Aussicht ist einfach so schön. Zieht euch das rein. What? Das ist so schlängelig hier. Okay, also ihr habt ja diese Kurven gesehen und nur mal so als Einschätzung. Also mir wird ja eigentlich als Beifahrerin immer schon kotzübel, aber jetzt mir auch als Fahrerin schon richtig schlecht geworden. Ich muss jetzt erstmal irgendwas snacken. Das war sehr kurvig. Und sehr steil. Ich glaube, ich muss mich kurz hinlegen. Ich bin so fertig. Aber dann gehe ich da in den Wald rein. Die kurze Pause hat tatsächlich auch ganz gut geholfen. Also ab in den Kauri Forest. Dort steht nämlich Tane Mahuta, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auch Lord of the Forest genannt. Man weiß nicht genau, wie alt dieser Baum wirklich ist, aber man schätzt, dass es so um die 2000 Jahre sind. Ich habe beschlossen, weil das andere ja wirklich nur so 200 Meter in den Wald rein waren, dass ich jetzt hier noch so einen anderen Walk mache. Irgendwelche Wege sind hier gesperrt, aber nicht alle. Ja, und jetzt, ne? Ziehe ich mir mal den Wald rein. Es wirkt vielleicht ein bisschen lame, jetzt auf so einem vorgefertigten Weg zu laufen. Aber das hat hier einen ganz einfachen Grund. Und zwar Umweltschutz. Weil die Kauri-Bäume haben ganz oder relativ dünne Wurzeln, so wie ich das verstanden habe. Und wenn man halt auf denen rumtrampelt, dann gehen sie halt kaputt. Und weil man das nicht will, ist das hier alles so ganz fest vorgeschrieben. Guckt euch diese Bäume an, das sieht so heftig aus. Und das hier, meine Lieben, ist der zweitgrößte. Ich finde, die sind beide doch sehr, sehr prächtig. Wie lange es diesen Baum einfach schon geben muss. Ich bin jetzt wieder am See, aber nicht am Campingplatz, sondern ich habe jetzt im Prinzip einen Private Strand. Ich zeige euch das mal. Crazy, ne? Jedenfalls schnibbel ich jetzt gerade Gemüse, weil ich so unfassbar Hunger habe. Deswegen mache ich jetzt Wraps und dann lasse ich hier ganz entspannt den Nachmittag ausklingen. Dieser Kauri Forest war richtig, richtig schön. Auch wenn ich sagen muss, also ich habe jetzt halt auch so extreme Autofahr-Sickness, so deswegen macht das einfach gar keinen Spaß. Und dieser Weg ist halt auf beiden. Also bei dem einen, zu diesem ältesten, größten Baum, sind es irgendwie so maximal fünf Minuten Fußweg. Und bei dem anderen kann man schon so eine Stunde, naja, ich habe jetzt nur eine halbe gebraucht, also sagen wir mal eine halbe Stunde brauchen. Und also wie gesagt, mega schön und sowas, aber muss man dafür jetzt extra irgendwie 3 Stunden Umweg fahren oder so? Nee. Also
falls ihr eine Einschätzung von mir braucht, wisst ihr jetzt Bescheid. Ja, ansonsten würde ich an dieser Stelle auch das Video beenden, weil passiert jetzt nichts mehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim halben Ausbau noch und dann auch irgendwie losfahren Gedöns. Falls ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Falls nein, auch. Ja, ansonsten bleibt mir nichts zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch an alle, die mich mental, psychisch, physisch oder mit Werkzeugen ausgeholfen haben oder mit guten Tipps oder sowas. Shoutout an euch alle. Ihr wisst Bescheid. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder.